So, ich hoffe, es war jetzt nicht ganz schlimm. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zu dem Feuer, das quasi hier der letzte Speicherpunkt ist, falls wir jetzt gleich drauf gehen. Und dann schauen wir uns den Wald an. Wahrscheinlich ist dieses Obsidian-Viech ziemlich gut dafür, um so Zeugs zu droppen. Aber ich glaube, ich krieg das nicht down. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass wir hier waren. Ich kann es nochmal versuchen. Ja, ich glaube, ich drücke das doch down. Demon Titanite. Okay, geil. Ich werde mal wieder den Serpent Ring anmachen. Für mehr Item Discovery. Okay, jetzt werden wir hier gleich wieder überall vergiftet werden. Aber gibt es da irgendeinen Pattern, zu welchen Feuern ich mich warpen kann und zu welchen nicht? Wird das irgendwie im Spiel erklärt oder so? Oder ist es einfach nur, okay, die drei sind halt irgendwie wichtig und die anderen halt nicht? Okay, geht die Framerate wieder krass runter. Ich habe diesmal mir mal eingeblendet, wie viel Auslastung ich habe, GPU, CPU. Und GPU ist so gerade auf ein Drittel. Also es ist halt echt anscheinend so, dass man nicht viel dagegen machen kann, dass es an einigen Stellen in diesem Spiel ruckelt. Ja, an wichtigen Orten. Okay. Okay, hier geht's runter. Hier geht's nach oben. Das letzte Mal bin ich einen anderen Weg gegangen. Also die können echt gar nichts. Echt aufpassen, dass man hier nicht irgendwo runterfliegt. Wie genau bin ich gerade an dem Ding vorbeigerannt? Wahrscheinlich durch diesen Brocken da übersehen. Okay, ich nehme mal an, das Ding, was wir da gekauft haben, öffnet jetzt hier die Tür. Ich gehe aber erst noch mal dran vorbei und schau mal, was hier so ist. Hey? Da ist noch ein Item. Hier ist... Du hast einen Geheimgang aufgemacht und bekommst es nicht mit. Okay, ich gehe gleich noch mal zurück. That's me! Oh nein, eine Falle!
Ihr merkt schon, dass der keinen Damage macht, ne? Da, wo ich gegen die Wand geschlagen habe. Echt? Es hat so geleuchtet und ich dachte, ah. Und dann dachte ich, ah, aber es ist ja immer noch eine Wand. Dauert es einfach eine Sekunde, bis es verschwindet? Geil, mit Feuer. Ja, ich hab's irgendwie echt nicht gecheckt. Hey, Seesand. Dann herzlich willkommen. Genau, wir waren gerade in Anor Londo. So richtig kann ich dir auch nicht sagen, wie weit ich bin, da ich dieses Spiel ja gerade zum ersten Mal spiele. Ja, von daher fragt vielleicht einfach nach irgendwelchen Sachen, ob ich die schon gemacht habe. Im Zweifel habe ich alles noch nicht gemacht. Wie es so meine Art ist. Ja, Level up reicht nicht, 18.000. Aber dann haben wir hier schon mal gespeichert, das gefällt mir. Genau, ich kann mich gerade teleportieren. Wir haben uns in Anor Londo nämlich diese komische Müsli-Schale geholt. Und die haben wir abgegeben. Und jetzt schaue ich mir diesen Wald gerade mal an. Ach komm, wie viel Damage hat der denn gerade gemacht? War da noch so viel? Wolltest du nicht erst recht vorbei? Ja, du hast recht. Ich dachte nur gerade, jetzt wo wir hier gespeichert haben, kann ich es mir eigentlich direkt mal anschauen. So. Ja, dann hole ich mir kurz die Seelen, dann können wir erst recht vorbeigehen. Ich bin ja selber immer unschlüssig. Komm, die hauen wir jetzt aber mal um. Au! Oh, die geben aber richtig viel Seelen. Ach, ich habe jetzt den Death-Counter vergessen. Oh, dieser Wald hier ist aber auch ganz schön unübersichtlich. Oder war da jetzt noch ein anderer Weg? Ich bin gerade echt so ein bisschen. Moment, ich guck gleich nochmal. Aber ich glaube, der andere Weg war wirklich nur zurück, ne? Nee, ich dachte erst, hier kommt man vielleicht auch noch nach oben, das Stück. Nee, da geht's nur zurück, okay. Reicht das für ein Level Up? Ja. Alles richtig. Ja, mal abgesehen davon, dass ganz vorne noch ein anderer Weg war und ich so am Überlegen bin, ob ich mir eigentlich den lieber angucken will. Da, wo ich das erste Mal lang bin, da, wo dieser Ritter steht.
Das lief irgendwie extrem gut. Ich habe auch so viel gehört, wie krass die sind und so. Und ich habe nicht mal 10 Versuche gebraucht für die. Ohne jemanden zu beschwören. Scheint nicht für einen Weg gehen bis zum Ende. Ich dachte auch erst, ach du Scheiße. Das letzte Mal meinte ein Zuschauer noch, dass er knapp 50 Versuche gebraucht hat. Wieso kann ich denn den Deppen nicht treffen, wenn er da noch liegt? Muss ich hier fair kämpfen, dass ich die im Gegner mal erst aufstehen lasse? Wieso das denn? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Die sind auch immer nicht so fair. Okay, hier sind die Gegner auf jeden Fall viel leichter, wenn ich mir überlege, allein schon, die geben hier nur 600 Seelen und sind nach 2 Schlägen tot. Und bei dem anderen haben direkt so 2 Typen gleichzeitig an, die jeweils 2000 geben. Und ein bisschen mehr aushalten. Ja, wahrscheinlich wird halt angenommen, dass man hier relativ früh hingeht und dann da halt noch nicht 20.000 Seelen hat, um diesen Schlüssel zu kaufen. Stone Great Shield, wahrscheinlich auch nicht so geil. Hey, die sind ja echt ein Witz jetzt. Elite Knight Helm. Ja, wahrscheinlich dann auch im Vergleich zu den Sachen, die ich hier anhab, auch nicht so geil. Ich kann gern mal schauen, aber... ...3,7 statt 0,8, also 4 Kilo obendrauf. Dafür irgendwie 18 Defense statt 7. Also 5-fache Dings, damit die Rüstung sich verdoppelt, 5-faches Gewicht. Ja, ich habe keinen Zweifel daran, dass sie mich trotzdem killen können. Okay, na gut, wenn ich die jetzt mit einem Schlag niederstricke, dann kann ich den Schlag auch ruhig mal machen. Die mit beste Rüstung umspielen sieht saugeil aus, okay. Also wenn ich Upgrades mache, dann ist sie anscheinend dann wieder gut. Ja, wie gesagt, ich werde auch dann auf Stream wieder mir so eine schicke Tabelle machen und so. Vielleicht ist es dann als Mittelweg zwischen, ich ziehe 2 fette Rüstungsteile und 2 leichte Rüstungsteile an. Vielleicht ist die dann da auch wieder ganz gut, aber momentan habe ich so das Gefühl, dass das besser ist. Ja, die kriege ich nicht. Ist es wichtig, dass ich die kille? Sonst würde ich die jetzt einfach da lassen. Dann müsste ich jetzt wahrscheinlich mir wieder erst ein Schwert raussuchen. Und dann gucken, ob ich dann nach oben schlagen kann damit. Er ist schon über 5 Rüstung. Er braucht schon Rüstung. Ohne Beschwerden zu spielen. Ich habe zumindest vor, ohne Beschwörung zu spielen. Wenn's halt, wenn ich dann halt irgendwo vielleicht wirklich lange stecken bleibe, dann kann sich da meine Meinung aber auch ändern.
Moonlight Butterfly. Wow! Brauche ich da dringend eine Fernkampfwaffe? Geht das irgendwie anders? Muss nur dodgen. Okay. Ja, ganz schick, aber boah. Ich hab's jetzt nicht mal so toll gemacht und hat trotzdem funktioniert. Aber liegt halt daran, dass ich jetzt auch einfach schon ziemlich overpowered bin, glaube ich, im Vergleich. Hätte man wahrscheinlich vor Anno Londo machen sollen und dann wäre das hier schwieriger gewesen und Anno Londo dafür leichter. Ja. Beziehungsweise vor, wie hieß das Ding? Zen's Fortress oder wie das Ding heißt? Dieser Murmelbahn. Wahrscheinlich davor hätte man diesen Weg gehen können. Dann hätte ich da auf jeden Fall einen guten Vorteil gehabt. Oh, hallo. Watchtower Basement Key. Divine Ember. Homeward Bone. Okay, ein toter Schmied. Nö, schon tot. Vielleicht ist er tot, weil ich zu spät komme? Ember for Blacksmith Weapon Ascension. Jetzt ist die Frage, muss ich das dem normalen Schmied nochmal geben, damit der quasi auf Level 3 kommt? Oder gebe ich das lieber dem anderen Schmied, damit der auf Level 2 kommt mit den Elementaren? Ich würde es eigentlich dem normalen lieber geben. Ja, vielen Dank fürs Folgen. Sesan, Dankeschön. Das noch raus, bevor du die erste Glocke läutest. Oh Gott, das ist ja schon ewig, ja. Das habe ich ja als allererstes gemacht. Aber ja, liegt natürlich auch daran eben, dass ich euch habe. Ansonsten kommt man wahrscheinlich eher... Ansonsten geht man wahrscheinlich eher mal die völlig andere Richtung und dann passiert sowas. Nur einem geben, es gibt kein Film, alles klar. War ich nicht schon mal an irgendeiner Stelle, wo ich dachte, okay, jetzt kann man hier irgendwie abkürzen und dann war das aber noch zu? Im Schlüssel wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ja, das war jetzt alles andere als schwierig.
Der Wald ist schon sehr schick. Hier leuchtet irgendwie immer mal was, da fallen einem dann die Items nicht mehr so krass auf, wie sie es sonst tun. Ich würde gerne das Feuer aufleveln. Humanity restored. Na gut, dann kommt jetzt der schwere Weg. Wobei, nee, ich gehe jetzt zurück. Ich will mir den anderen Weg jetzt erst angucken. Ich glaube, der, wo es hier weitergeht, das wird gleich wieder richtig schwierig und so. Und ich glaube, der andere ist noch relativ simpel. Und ich will mal gucken, was passiert, wenn man da durchläuft. Oh, hallo. Dafür bist du mir jetzt ewig gefolgt. Hat sich nicht gelohnt, war? Merkst du selbst. Ich weiß halt hier, dass die Speedrunner, glaube ich, irgendwie... Zumindest gab es früher mal irgendeine Route, wo man hier relativ schnell hingerannt ist, versucht hat, diesen Ritter, der jetzt kommt, nach unten zu schubsen. Um dann irgendwie ein Item zu bekommen, was sehr stark ist, was der droppt. Ist vielleicht auch schon ewig her und das passiert nicht mehr so. Oh nein. Der Typ mit dem Loot. Irgendein krasses Schwert oder sowas. Okay. Ja, hier ist der Ritter. Der hat mich das letzte Mal gekillt. Black Knight Hellbert, Blue Tide Knight Chunk. Ist Black Knight Hellbert irgendwie geil? Oh fuck, die ist stärker als meine, obwohl sie noch plus 0 hat. Ist das dieser super seltene Superdrop? Da müssen wir aber erstmal wieder Rüstung ausziehen. Achso, und wir brauchen erstmal Stärke. Wir sind einfach zu schwach. 32 Stärke. Wie viel sind wir jetzt? 24. Zweihändig kann ich die tragen? Ja, ich glaube, wenn da steht mindestens 32, dann heißt es mindestens 32. Das ist die Hellbird, auf die Speedrunner gehen. Ja, aber okay, die müssen es ja auch mit so wenig Stärke dann wahrscheinlich tragen. Das heißt, es funktioniert?
Achso, hold with both hands to use effectively, steht ja auch da. Okay, ich sollte mal weniger die Texte schnell wegklicken und mehr mir es anhören. Es skaliert halt sehr schlecht. Ach, ich drücke immer den falschen Knopf. Nee. Ja. D und E. Ja. Ich weiß nicht, lohnt sich eventuell trotzdem, die ein bisschen hoch zu leveln. Zweihand erhöht die Stärke um 50%. Das heißt, da bin ich dann bei 32 genau. Die sieht doch ziemlich geil aus. Was hatte ich für eine Dropchance, dass ich die jetzt gefunden habe? Wie groß ist es? Vielleicht liegt es an dem Ring, dass ich halt Item Discovery 300 habe. Macht das einen großen Unterschied? Heißt es dann auch wirklich dreimal so hohe Dropchance von 100? Grass, Crest Shield, das ist bestimmt auch ziemlich geil. Er hätte auf jeden Fall was gedroppt. Okay. Grass, Crest Shield. 3 Kilo 62. Das klingt jetzt auch nicht so geil. Das macht einen großen Unterschied. Okay. Hä, das macht einen großen Unterschied, aber ist gering. Oder das macht keinen großen Unterschied. Das beste Schild im Spiel, wenn du nur mit zwei Händen kämpfen willst. Echt, das wirkt jetzt nicht so stark. Das Ding hat einen Stamina-Rack-Buff. Old Medium Metal Shield of Unknown Origin. The Grass Crest is slightly imbued with magic, which slightly speeds up stamina. Ah. Okay, das ist natürlich geil. Also wenn ich halt jetzt... Die Sache ist natürlich, dass es sich jetzt trotzdem aus meiner Sicht nicht lohnt, weil 3 Kilo sind 3 Kilo. Aber wenn ich jetzt 3 Kilo übrig hätte, würde es Sinn machen, das Schild noch anzulegen, um den Buff abzustauben. Okay. Nee, Mann, jetzt kommen wir wieder einfach am Start irgendwie raus oder so. Wobei, nee, es geht nach unten. Okay, ich bin gespannt. Hoffe noch ein beiden. Du hast recht. Ich dachte, das macht er irgendwie automatisch. Doch, wir kommen am Start wieder raus. Ach nein, Valley of the Drakes. Ah. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das langsame Pattern, weil ich irgendwas verbockt habe mit der... Ach so, weil das Ding natürlich viel schwerer ist. Ich hätte die Ausrüstung noch ändern müssen. Idiot. Ja. Das war Bullshit. Also wenn wir jetzt die Hellbarde ablegen, dann müssen wir... anlegen, dann müssen wir wieder was anderes ausziehen. Und ich würde sagen, dafür ist der Unterschied zu gering. Dann nehme ich jetzt erstmal die Hellbarde. Und wir tauschen das dann aber früher oder später. Das war gerade dumm gemacht.
Hier gibt's doch so einen fetten Drachen, der da irgendwie liegt und pennt, ne? Könnte man dem aber nicht auch irgendwie das Item abluchsen? Ah, ich will nicht runterfallen. Wobei ich gerade schon sehe, wie groß der Unterschied ist von dem Schaden her. Oh, wie fast fährt denn das für eine Range? Ach Gott, ey, die sind ja fies. Waffe in beide Hände. Verdammt! Ich hab schon gewundert, warum ich so wenig Schaden mache. Humanity? Genau, bei dem Drachen. Und ich weiß aber, dass wir das die erste Runde, die allererste Runde, dem die Items abgeluchst haben. Also bevor wir nochmal neu angefangen haben. Da liegt nämlich irgendwie ein Item, was glitzert. Und ich glaube, das kann man sich irgendwie schnappen. Also kommt man von der Seite nicht dran, ne? Von der anderen Seite. Ich lasse es. Also das hat nämlich auf jeden Fall geklappt. Das Item schnappen und dann vorbeirennen. Aber ich glaube, von der Seite kriegt man das nicht. Die Stelle kenne ich auf jeden Fall. Wenn man da rumgeht, dann landet man wieder bei dem Schrein vom Anfang. Und bei Valley of the Drake sieht jetzt auch einfacher aus, als wenn wir im Wald da unten weitergehen würden. Also die Drachen sind jetzt nicht so krass. Diese Ritter, auf die wir da gestoßen sind, die fand ich stärker. Vielleicht unterschätze ich die Drachen auch. Gun, Spider. Muss ich mir in Ruhe anschauen. Oh nein. Er backt an der Kante. Na los, komm her. Ja, da fährt er zurück. Er macht den Moonwalk. Den nicht noch ein bisschen weiter pullen? Ja, kann ich. Das war dumm!